am Platz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, moin, liebe Stammis. Dritter Spieltag. Ein Großteil ist Geschichte. Wir reden natürlich auch an diesem Sonntag wieder drüber. Und das mache ich, da der Kollege André Albers bereits im Urlaub ist und gestern Abend Stefan Raab live in der Halle geguckt hat. Mit dem Podcast-Papa Florian Witte. Grüß dich, Flo. Servus, Killi. Hallo, liebe Stammis. Ja, das war der dritte Spieltag, der im Zeichen von vielen Auswärtssiegen stand, Flo. Also da ist auswärts viel gegangen. Ich hatte es irgendwie schon angekündigt in der Spieltagsvorschau, habe es mir irgendwie schon gedacht. Und es waren auch wahnsinnig viele Tore. Allein am Samstag 22 rechnet man BVB gegen Heidenheim mit einem von Freitags, waren es sogar 28. Also da hattest du richtig Spaß im Büro, oder? Ja, das war mal wieder eine der besseren 15:30-Konferenzen. Natürlich haben die Bayern, wo wir gleich auch drüber reden werden, da eine Menge dazu getan, dass das jetzt in Summe eine Menge Tore waren. Am Ende ist mir aufgefallen, nach dem dritten Spieltag, nach dem Samstag des dritten Spieltags, wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, Bayern vor Dortmund und Leipzig, das ist schon fast eine Tabelle, die auch als Abschlusstabelle stehen könnte. Ist okay, sagen wir es mal so. Und dann lass uns gleich reinstarten mit den Bayern, die 6:1 ganz deutlich gewinnen in Kiel. Und Michel Schröer, der war im Stadion von München in den hohen Norden gereist. Und da hören wir mal rein in die kurze Sprache. Kilian, mein Bester, hier geht gerade das Gastspiel der Bayern bei Holstein Kiel zu Ende. 6:1 gewinnt der deutsche Rekordmeister am Ende beim Aufsteiger. Man muss sagen, ja, die Bayern haben eine starke Leistung gezeigt. Harry Kane, Dreierpack, bekommt zu Recht auch die Bildnote 1. Dazu Jamal Musiala mit einem Treffer. Michael Olise und ein Eigentor von Kiel. Aber Kiel hat eben auch keine Bundesliga-taugliche Leistung gezeigt. Und ja, das muss man ganz klar sagen. Für Bayern natürlich ein wichtiger Sieg. Am Dienstag geht es in der Champions League gegen Dynamo Zagreb. Und das war ein bisschen so ein Warmschießen für die Champions League und ganz, ganz wichtig. Dazu muss man natürlich auch sagen, Leon Goretzka, ganz bitter, dass er heute wieder nicht dabei war. Es zeigt Leroy Sané, der übrigens nicht zum Einsatz kam, zurück im Kader. Und wenn wirklich alle fit sind, dann hat Leon Goretzka eben keine Chance mehr auf den Bayern-Kader. Auch ein Beigeschmack des heutigen Abends. Am Ende ein 6:1 für den FC Bayern bei Holstein Kiel. Ein beruhigender Tag, mal wieder seit langem für alle Bayern-Fans. Das wünschen sich ja solche Auftritte. Viele Grüße hier aus dem hohen Norden nach Berlin. Ciao, ciao. Flo, lass uns doch nicht über Goretzka reden, sondern lass uns das Positive rausziehen und Harry Kane mal nehmen. 3 Buden gestern gemacht, das ist der Harry Kane, den wir kennen. 40 Bundesliga-Tore in nur 35 Spielen seit Ankunft, absoluter Rekord. Uwe Seeler damit eingeholt, der für 40 Tore 42 Spiele gebraucht hat. Das ist der Harry Kane, den wir sehen wollen, oder? Ja, beeindruckende Statistik und natürlich immer schön. 3 Tore, außergewöhnlich, große Leistung. Aber ich habe das Spiel gesehen, 90 Minuten, das war, Michel hat es angedeutet, von Kiel. Also absolut nicht der Maßstab, mit dem die Bayern sich messen dürfen. Das war teilweise wirklich, also nicht mal auf Drittliganiveau verteidigt. So passiv war das und so einfach wurde es den Bayern gemacht. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, ich kann mich an eine Bayern-Mannschaft erinnern, die gegen Kiel auch schon verloren hat und aus dem Pokal geflogen ist. Von daher, das sind Pflichtaufgaben, so wie man sie lösen muss und auch in der Deutlichkeit so lösen muss. Das macht Mut. Kompany hat etwas rotieren lassen. Palinha zum Beispiel erstmals richtig in einem Pflichtspiel ein Startelfdebüt gefeiert in der Bundesliga. Das geht, glaube ich, so die Richtung vor, wo es jetzt hingeht, wenn die englischen Wochen starten. Und super Nachricht für Bayern. Bayern in Form, hat sich Selbstbewusstsein angeschossen. Aber bitte, bitte es nicht überbewerten, weil Kiel war dramatisch schlecht. Ja, da gebe ich dir recht, war dominanter Bayern-Fußball nach 13 Minuten ja schon 3-0 Musiala, die Bayern ganz früh in Führung gebracht und man möge sich nur mal vorstellen, sie nehmen den Fuß in der ersten Halbzeit nicht halb vom Gaspedal, sondern drücken durch, dann steht's vielleicht sogar schon 5 oder 6-0 und in der zweiten Halbzeit müssen sie sich vielleicht ein bisschen ärgern, weil sie zu viel erlaubt haben und das Ergebnis war ja auch das Gegentor dahin, aber insgesamt eine sehr dominante Vorstellung der Bayern. So, was machen wir mit Kiel? 3 Bundesligaspiele ohne Punkte. Nach den ersten 3 der Historie in der Clubgeschichte von Kiel passierte erst 3 Teams in der Bundesliga. Zuletzt war es Cottbus vor 24 Jahren. Absteigekandidat Nummer 1, 2, 3. Was denkst du gerade? Im Moment absolut Nummer 1, muss man sagen. Also wenn man noch jetzt das Bayern-Spiel noch vor Augen hat. Ich hätte das alles ein bisschen anders eingeschätzt. Ich hätte gedacht, da ist mehr Substanz in der Mannschaft und auch mehr Spieler, die da was zusammenhalten können. Nicht überreagieren nach so diesem einen dramatisch schlechten Spiel gegen die Bayern, aber das war wirklich, und ich verstehe es auch nicht, wieso man vor eigenem Publikum, für die Fans ist das Spiel des Jahres, sich da so teilweise hängen lassen kann und so passiv verteidigt uns den Bayern so leicht macht. Hoffen wir mal, dass
dass das so ein großer negativer Ausrutscher war und dass Kiel sich dann noch fängt. Sonst sehe ich, also von dem, was man jetzt gesehen hat, wird das finsterste Abstiegskampf mit relativ wenig Hoffnung. Der nächste Auswärtssieg ist gelungen, Bayer 04 Leverkusen, 4:1 Sieg in Hoffenheim und damit ja beeindruckend zurückgekehrt nach der ersten Bundesliga-Niederlage gegen Leipzig vor ein paar Wochen nach xx Hunderten von Tagen und eine starke Vorstellung, Flo, von Victor Boniface, 2 Hütten, eine Vorlage. Und ich weiß nicht, ob du dir genauso wie ich die Augen gerieben hast, da ging die Hose runter beim Jubel. Ich wollte eigentlich eine längere Sprachnachricht von Pippo Ahrens einspielen, aber habe mich dann darauf beschränkt, ihn mal in der Mixzone quasi fragen zu lassen. Und das hatte Pippo natürlich auch als guter Reporter auf dem Herzen bei Boniface. Ja, was war denn da los? Was hatte es mit sich auf sich? Und Pippo hat nochmal eine kurze Sprachnachricht aus der Mixzone geschickt und da wollen wir auch mal reinhören. Also Bonny hat mir gerade in der Mixzone gesagt, das ist für einen Influencer auf TikTok aus Nigeria. Der hatte ihn darum gebeten, ob er nicht ein Tor machen könnte, so jubeln könnte. Das ist die Erklärung. Ja, Flo, ein Influencer. Da sieht man mal, wie viel Macht die Influencer jetzt auch schon in der Bundesliga haben. Ja, also was mir vor allem zeigt, ist, warum ich sehr skeptisch bin, dass meine Tochter, die 14 Jahre alt ist, so viel TikTok benutzt. Sind wir mal ehrlich, Boniface, ich gebe dir völlig recht, der hat ein Riesenspiel gemacht. Ich finde das wieder Wahnsinn, wie der hat ja doch einen sehr wuchtigen Körper, wie der dann doch immer wieder in die Dribblings kommt. Der ist torgefährlich, ein geiler Stürmer. Dieser Jubel. Ich persönlich, und jetzt komme ich rüber wie der alte Spießer, finde, das muss nicht sein, diese Hose da so runterzuziehen. Er hat sie ja hinten runtergezogen, vorne war sie noch so halb. Man wusste nicht, wollte er jetzt da vorne was rausholen, was man wirklich nicht machen sollte, hat er nicht. Aber wenn ich denke, dass dem auch viele, viele Kinder, junge Spieler zugucken, weiß ich nicht, ob so ein Jubel sein muss. Jetzt hältst du mich wahrscheinlich für zu spießig. Aber gut, vielleicht ein kleiner Schönheitsfehler bei dem Spiel. Ansonsten muss man sagen, Boniface hat mich beeindruckt. Geiler, geiler Stürmer. Wissen wir nicht jetzt seit gestern, aber war mal seit längerem von ihm mal wieder ein richtig dominanter Auftritt. Vielleicht gehen ja demnächst dann auch in den Kreisligen des Jugendfußballs die Hosen runter, bei dem einen oder anderen. Wir werden es erleben. Genau das möchte ich nicht. Boah, ist das heiß, oder? Ich brauche jetzt erst einmal eine Erfrischung. Kennst du schon die biozertifizierten Bio-Bio-Limos? Mit Bio-Mineralwasser aus der Lüneburger Heide und dem Saft sonnengereifter Früchte aus 100% kontrolliert biologischem Anbau. Purer Geschmack, pure Freude. Oh ja, ich liebe die vielen leckeren Geschmacksrichtungen, vor allem Bio-Bio-Limo-Zitrone-Limette und Bio-Bio-Limo-Orange. Das ist die perfekte Erfrischung für unseren Sommer. Bio-Bio-Limos, jetzt probieren. Wolfsburg gegen Frankfurt 1:2, der nächste Auswärtssieg, der dritte am Samstag. Ja, Omar Mamouche, alles in seinem Zeichen, wieder 2 Hütten und darüber spricht auch unser Reporterkollege Johannes Wolf in seiner kurzen Sprachnachricht. Hi Kili, ich erzähle dir die Geschichte von Omar Mamouche. Der kam 2017 aus Ägypten zum VfL Wolfsburg und blieb da bis 2023. Er wurde ab und zu mal verliehen. Der Grund war, der hat da nicht so oft gespielt. 48 Spiele hat er für den VfL Wolfsburg gemacht und im letzten Sommer wechselt er zu Eintracht Frankfurt. Und Eintracht Frankfurt schießt er jetzt in Wolfsburg zum Sieg. Eine überragende Leistung von Mamouche, das 1:0 erzielt nach einer Traumkombination wieder mit Hugo Ekitike. Und in der zweiten Hälfte schießt er den Siegtreffer per Foulelfmeter. Also Omar Mamouche bleibt der überragende Mann bei Eintracht Frankfurt zusammen mit Ekitike. Aber heute war es eben der Ägypter, der seinem Ex-Club mal so richtig schön das Heimspiel verdirbt. Zur Belohnung gab es noch einen Jubel vor der gegnerischen Kurve in der ersten Halbzeit, weil die ihn vorher ausgepfiffen hatten. Also das sind doch die Geschichten, die wir im Fußball sehen wollen. Eintracht gewinnt 2:1. Auch interessant, Brasilianer Cauã Santos, der liegt hier gerade auf dem Boden. Wer ist das? Der zweite Torwart von Eintracht Frankfurt, der ins Spiel kommen musste, weil Kevin Trapp sich am rechten Oberschenkel verletzte am Ende der ersten Halbzeit. Und Cauã Santos, er ist der zweite brasilianische Torwart in der Bundesliga, darf sich über seinen ersten Bundesligasieg zumindest zur Hälfte freuen. Also Eintracht Frankfurt gewinnt 2:1. Es war in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen ein richtig gutes Spiel. Es ging hin und her, viele Chancen. Guter Torhüter von Wolfsburg noch auf der Seite, aber Eintracht gewinnt am Ende durch Omar Mamouche.
Starke Leistung, Eintracht Frankfurt. Du musst auch erstmal 2-1 gewinnen in Wolfsburg, die 4 der 6 Heimspiele jetzt mittlerweile unter Ralf Hasenhüttl verloren haben. Aber ich würde sagen, nach 3 Spieltagen, super Saisonstart für Eintracht Frankfurt. Total. Das scheint besser zu klicken, als man das vielleicht hätte denken können mit Topmöller jetzt. Diese Offensive ist einfach geil. Marmoush, ihr wisst es, mir hat das wahnsinnig gut gefallen, dass er nicht dieses übliche aus Respekt vor meinem Ex-Club jubel ich nicht, sondern er hat sich richtig im besten Sinne hässlich über die Tore gefreut. Ich finde genau, ich glaube, bei Johannes hat man auch gemerkt, der war auch ganz euphorisiert davon. Das sind doch die Emotionen, die wir haben wollen. Der wurde wirklich böse ausgepfiffen. Santos, wollte ich nochmal darauf eingehen. Das ist ein ganz spannender Mann, ist ja erst 2023 von Flamengo gekommen, war letztes Jahr 3. Torwart, hat quasi meistens in der Reserve gespielt, ist jetzt zur Nummer 2 ernannt worden. Und jetzt kam gleich der Ernstfall. Bei Trapp sah es mir ein bisschen wie ein Muskelfaserriss aus. Also das könnten ein paar Wochen Pause sein, wenn es schief läuft. Und dann sehen wir diesen jungen Brasilianer da jetzt regelmäßig die nächsten Wochen wahrscheinlich im Eintracht-Tor. 21 Jahre, über 1,90 groß. Ganz spannend. Immer schon mal ein bisschen was gehört von den Kollegen vor Ort. Jetzt natürlich profitiert er von der Verletzung. Aber ich glaube, da sehen wir einen spannenden neuen Mann in der Bundesliga. Auswärtssieg Nummer 4 des Samstags für den VfB Stuttgart. 3-1 in Gladbach, sage ich ehrlich, habe ich nicht unbedingt mit gerechnet. Vielleicht unser Reporterkollege Julian Agardi auch nicht. Kurze Sprachnachricht von ihm, hören wir einmal rein. Der VfB Stuttgart schlägt Borussia Mönchengladbach mit 3-1 und das, obwohl es lange Zeit gar nicht danach aussah. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Stuttgarter richtige Probleme, hatten eigentlich nur 2 echte Torchancen. Eine davon nutzte Dennis Undaf zur 1-0 Führung. Wenig später dann aber auch der Gladbacher Ausgleich durch Player und danach hatte der VfB richtig Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Verändertes Gesicht dann aber in der zweiten Halbzeit. Da waren die Stuttgarter viel agiler, viel spritziger. Ermedin Demirovic erzielte per Doppelschlag dann das 2 und 3-1 für den VfB. Beide Tore wurden von Fabian Rieder vorbereitet. In der 81. Minute setzte Chris Führig dann noch einen Ball an den Pfosten. Und ja, ein weiteres Highlight aus Stuttgarter Sicht ist das Comeback von Dan-Axel Zagadou. Der wurde in der 83. Minute eingewechselt. Erstmals nach seinem Kreuzbandanriss im rechten Knie, den er sich Ende Januar zugezogen hatte, stand er heute wieder auf dem Platz. Für die Stuttgarter ist dieser Sieg so etwas wie ein Befreiungsschlag nach nur einem Punkt aus den ersten 2 Ligaspielen. Jetzt also genau zur richtigen Zeit das Erfolgserlebnis, bevor es dann am Dienstag zum absoluten Hammerduell nach Madrid gegen Real geht. Ganz wichtiges Ding, Flo, sage ich dir, wie es ist. Für mich auch der Big Point bisher dieses Spieltages für eine Mannschaft, wenn du da jetzt nämlich nach 3 Spielen mit einem Punkt dastehst, boah, ey, das ist echt nicht gut, egal wie toll die Vorsaison war. Und in Gladbach musst du das erstmal machen. Das war gestern der 80. Geburtstag von Günter Netzer. Da war besonders emotionale Stimmung. Er war nicht im Stadion, aber die Fans haben gesungen vorm Anpfiff. Und das dann so zu machen, Hut ab. Es hat sich auch wieder gezeigt, Demirovic, wir haben es ja öfters mal angesprochen, sehr smarter Transfer. Ein Spieler, der in Augsburg schon so seine Klasse unter Beweis gestellt hat und jetzt den nächsten Schritt gegangen ist, wo man jetzt offenbar sieht, ja, er kann es auch quasi in der einen Etage höher. Und jetzt freue ich mich einfach für Stuttgart und die Fans, dass man mit so einem Erfolgserlebnis jetzt in das Spiel gegen Real geht, weil das ist auch unabhängig davon, wie es ausgeht, sowas ist jetzt eine Belohnung für die geile letzte Saison. Das sollte man genießen. Und da ist es schön, dass man da jetzt mit positiver Energie reingeht. Und vielleicht ja, wer weiß es, wir wissen es immer vorher nicht, wie es ausgeht, sonst würden wir es nicht alle so wie verrückt gucken, den Fußball. Da auch für eine kleine Überraschung vielleicht einen Punkt. Kurzer Take mal von mir am Rande. Was haben wir bitte für eine geile Mittelstürmer Situation in der Bundesliga. Wir haben Kane da rumlaufen, Demirovic wird uns Bock machen, Boniface macht Bock, Kleindienst glaube ich auch, dass der uns in den nächsten Wochen und Monaten, auch wenn er mit Gladbach jetzt verloren hat, Bock machen wird. Also der läuft der ein oder andere geile Goalgetter rum. Wir mögen uns mal vorstellen, wann Guirassy dann auch mal richtig in Fahrt kommt nach seiner Verletzung. Also gefällt mir sehr gut. Ich bin ja Verfechter des Mittelstürmers. Ja, vielleicht ist es, sieht so ein bisschen so aus, als ob das so ein kleines Revival mal wieder ist, was es ja immer mal wieder hatte. Ich persönlich mag es auch. Das ist für die Spiele mit Sicherheit nicht schlecht. Ich sehe gerne Spiele auch, wo es richtig geile, dreckige Mittelstürmer-Tore gibt. Leipzig gegen Union. Wenig Tore, kein Auswärtssieg. Mal was Neues in dieser Episode. 0-0 am Ende und auch gar kein Cheftrainer auf der Bank gewesen, Flo. Marco Rose war gesperrt, Bo Svensson war krank. Gab's alles schon mal, habe ich extra nochmal nachgeguckt, nämlich im März 2022 bei der Partie Bochum gegen Gladbach. Da saßen auch die Assistenten
auf der Tribüne. Ich sag mal aus Union-Sicht dazu sehr geil. Ich hatte ja unter der Woche bei einer Bildveranstaltung einen der Leipziger Bosse, ich sag ihn jetzt nicht namentlich, kennengelernt. Da habe ich gesagt, bitte, bitte, lasst uns doch einen Punkt. Ja, er hat es wahrgemacht, auch wenn er es wahrscheinlich gar nicht wollte. Geile Defensivleistung, gerade in der ersten Halbzeit. Ich fand sogar in der zweiten Halbzeit sind wir richtig mutig geworden, hatten noch ein, zwei gute Möglichkeiten. Klar, auch ein bisschen Glück, Latte von Simmons, Elfmeter verschossen von Openda, aber ist mir alles wurscht. Nach 3 Spieltagen stehen wir mit 5 Punkten super da, hätte ich gar nicht gedacht. Nächste Woche kann dann Hoffenheim gerne an die alte Försterei kommen und 3 Punkte lassen für uns. Also mir gefällt es alles sehr gut, sage ich dir, wie es ist. Super Start, ich glaube, den hätte Union auch vor der Saison so unterschrieben mit den 5 Punkten. Du hast recht, ein bisschen glücklich. Aus Leipziger Sicht muss man sagen, ey, das sind halt Punkte, die man nicht liegen lassen sollte, wenn man ganz ernsthaft um den Titel mitspielen will, weil die tun dann hinten raus richtig weh in der Saison. Ah, und so ein Elfer, den Openda dann verballert, so geiler ist, das sollte dann halt nicht passieren, wenn den ganz, da wird die Luft halt dünn, da wo Leipzig hin will und wo sie auch hingehören. Ein kritisches Wort noch zu Union, und das verstehe ich nicht. Es gab diesen Tweet während des Spiels, wo der Unioner Twitter-Account, die Kollegen, die das Social Media betreuen, sich ja lustig gemacht haben über den Einsturz der Carola-Brücke in Dresden. Sie haben gesagt, ihre Abwehr steht stabiler als jede sächsische Brücke. Und ja, da muss ich einfach sagen, ich verstehe sowas immer nicht. Warum sind es immer diese Clubs, St. Pauli, Union, die sich immer für diesen gewissen Witz, und dann geht es einfach darüber hinaus, und da können wir alle froh sein, dass da niemand zu Schaden gekommen ist. Das Gute ist, sie haben es relativ schnell eingesehen, haben sich nach dem Spiel entschuldigt, haben gesagt, da sind sie übers Ziel hinausgeschossen, das war drüber. Finde ich okay. Ich würde es mir trotzdem wünschen, dass man da diese Social-Media-Abteilung dann auch mal ein bisschen bremst, für so einen billigen Lacher auf Twitter. Was soll das? Da haben sich Leute einfach wirklich gekränkt gefühlt. Das war für mich so ein bisschen fader Beigespann, der ja aber zum Glück dann keine sportliche Relevanz hat. Müssen wir immer gucken, was darf Humor und was darf Humor nicht. Gab es ja diese Diskussion zuletzt auch in Sachen Luke Mockridge. Fand ich alles viel, viel schlimmer, was da über Paralympics gesagt wurde. Gar kein Vergleich. Ne? Und Gott sei Dank, da ist niemand zu Schaden gekommen. Ich muss sagen, für mich persönlich, aber gut, da habe ich jetzt vielleicht auch wieder die Union-Brille auf oder will jemand verteidigen. Ja, war geschmacklos, hätte nicht sein müssen. Haben sich schnell entschuldigt, ist dann auch wieder gut, würde ich sagen, oder? Genau, und das finde ich auch gut, ne, dass man dann die Größe hat und einfach sagt, okay, das war drüber, sorry. Freiburg gegen Bochum, der einzige Heimsieg am Samstag zumindest. Die Dortmunder haben ja am Freitag schon gewonnen. Und ist es eine Qualität, Flo, dass der SC zum zweiten Mal in Folge ein Heimspiel dreht, wie schon gegen den VfB, wo sie auch erst zurücklagen und dann das Spiel noch gewinnen? Sehr, sehr stark. Und die große Frage auch irgendwie, Adamu jetzt endlich angekommen in Freiburg? Ja, auf jeden Fall. Doppelpack, zweite Tor, ne, war möglicherweise, hätte man noch als Eigentor geben können. Aber was soll's, macht einen sehr, sehr guten Eindruck, gut in die Saison gestartet. Um Bochum muss man sich jetzt leider Sorgen machen. Der Kollege Max Backhaus hat in der Saisonvorschau gesagt, er glaubt, oder seine steile These ist, dass Bochum der schlechteste Nicht-Absteiger aller Zeiten wird. Wenn die so weiterspielen, muss ich dir ehrlicherweise sagen, dann glaube ich eher, dass sie ein Absteiger werden und auch ein ziemlich schlechter. Also 1-5 Tore, 0 Punkte nach 3 Spielen, das sieht echt nicht gut aus. Ich finde Bochum in der Bundesliga gut, weil ich die Stimmung da toll finde, aber das ist auch nicht Bundesliga-tauglich. Da muss man dann so ein Spiel, zumindest mal, wenn man in Führung geht, und da war dann richtig Euphorie da, das hat man gemerkt, da war die Stimmung da, da muss man sich zumindest einen Punkt holen. Das war halt auch nicht Bayern, Dortmund oder Leipzig, die da waren, sondern das war der SC Freiburg. Ich halte die These von Max Backhaus gar nicht für so, so mega steil, weil wir einfach noch zwei Mannschaften haben, die wahrscheinlich deutlich schlechter sind als der VfL. Und wenn du dir die ersten 3 Spieltage mal anguckst, dann würde ich das sogar untermauern, dass der VfL von der Qualität her da die beste Mannschaft ist, neben St. Pauli und auch Kiel. Und am Ende wird es ihnen ja reichen, wieder in der Relegation 0-3 hinten zu liegen nach Spiel 1 und dann 3-0 das zweite zu gewinnen und dann irgendwie in der Verlängerung oder Elfmeterschießen zu packen. Werden wir auf jeden Fall beobachten. Lass uns doch einmal kurz auf deinen Lieblings- und deinen Herzensclub schauen. Borussia Dortmund, jetzt werden wieder viele Stammis lachen, oh Gott, was wird der Flo jetzt gerade sagen? 4-2 am Ende, ich fand zwei Sachen, sehr starker Adeyemi, gut, dass er die Chance bekommen hat nach dem Estland-Spiel für die U21, wo er 3 Hütten gemacht hat, am Freitag waren es 2, gut aufgelegt war er, und die zweite Sache, der BVB hat es teilweise ein bisschen unnötig spannend gemacht, 2-mal mit 2 Toren in Führung gewesen, 2-mal mussten sie irgendwie zittern, Emre Can, der Kapitän, hat sie dann erlöst mit einem Elfmeter. Aber gut, juckt am Ende alles keinen mehr. BVB ist Zweiter, haben es ganz gut gemacht, sind wieder gut in die Spur gekommen nach dem 0-0 und dem schwächeren Auftritt in Bremen. Kann ich mitleben. Der Pöhler hat mir nach der ersten halben Stunde geschrieben, der Pöhler ist zufrieden,
Und das muss jetzt der BVB-Standard sein, also das, was sie da gespielt haben. Und ich muss sagen, mich hat es teilweise ein bisschen begeistert. Also wenn das der Sahin-Fußball ist, von dem dann immer gesprochen wird, den sie spielen wollen, dann kann man den Dortmunder Fans nur viel Spaß wünschen. Ne? Das war echt mal Attacke, das war immer drauf, das war Spektakel. Er hat das System umgestellt, erstmals jetzt in einem 4-2-3-1 gespielt. Gyasi war in der Startelf. Also, und das war wirklich, also es hat so ein bisschen Kloppsche Züge gehabt, dieser Attacke-Fußball, den er hat spielen lassen. Und da lasse ich mir dann auch den Schönheitsfehler gefallen. Und das ist natürlich eigentlich mehr als ein Schönheitsfehler, dass man dann da wieder ins Wackeln kommt. Nur wenn das vorne immer so viel Spaß macht und so viel rauscht, dann glaube ich, wird man diese Probleme hinten eher abstellen können. Man muss es jetzt konstant zeigen, aber das war für mich nach dem eher Schwarzbrot-Auftritten davor in der Bundesliga endlich mal das, wo ich Fantasie habe. Das kann ein geiler Sahin-BVB werden, wenn es keine Eintagsfliege war. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass der BVB jetzt schon sehr, sehr, sehr großes Potenzial hat im Offensivspiel nach Balleroberung. Wie schnurstracks und schnell es da nach vorne gehen kann, sieht sehr, sehr geil aus. Und dann lass uns jetzt zum Schluss dieser Episode nochmal ganz kurz drauf gucken, was heute passieren kann. Augsburg gegen St. Pauli, Mainz gegen Bremen, Augsburg, Mainz und Werder, die können schon richtig Meter machen im Kampf gegen den Abstieg, wenn sich Mainz und Bremen in dem direkten Aufeinandertreffen nicht gegenseitig die Punkte wegnehmen. Ja, also für Augsburg ist es wichtig und für St. Pauli auch. Also das ist so ein erster kleiner Krisengipfel da unten. Holt St. Pauli Punkte oder sind es dann drei Mannschaften mit Bochum und Kiel, die keine Punkte haben? Wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich aber sagen, zu Hause Augsburg, also die sind ja nun auch alles andere als doll gestartet, aber da wird der erste Sieg fällig, 2-1 für Augsburg. Und das andere, Mainz-Werder? Ja, Mainz-Werder auch Tabellennachbarn, ne? Beide zwei Punkte. Ich fand Werder eigentlich gefühlt ein bisschen schwierig. Und da ich es nicht richtig weiß, mache ich den Sicherheitstipp 1-1. Sprechen wir morgen auf jeden Fall drüber und ich finde auch, dann sollten wir über Schalke reden. Da ist ja auch schon wieder einiges los. Der kurze Blick in Liga 2, den gönnen wir uns in der Montagsepisode. Genießt euren Sonntag, liebe Stammis. Danke dir, Flo, und bis morgen. Deckel drauf. Ciao, ciao. Deckel drauf. Macht's gut. Tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.